Ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Gut. Und jetzt haben wir eigentlich die beiden Teammitglieder, die ich, glaube ich, das ganze Let's Play übernehmen werde, nämlich Rex und Garrus. Ich finde sie am coolsten. Ja, wir haben jetzt eigentlich, wir haben ordentlich Biotikstärke, das finde ich immer ganz gut. Technik finde ich nicht so wichtig und Kampfstärke, das reicht. Ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist die Azari die reine Biotikerin und hier die Quarianerin dann die reine Technikerin. Und ihr könnt mir auch einfach mal schreiben, welches Team ihr gerne sehen würdet, welche zwei ich eurer Meinung nach mitnehmen soll, welche ihr am coolsten findet. Ich finde Rex und Garrus am coolsten und deswegen nehme ich die beiden jetzt mit. Yep. Und ich glaube, wir haben sogar noch Ausrüstung für die beiden. Müssen wir mal gerade gucken. Ne, wir haben nur Quarianer-Rüstung, okay. Aber wir müssen mal ganz kurz bei Rex gucken. Er ist auch auf Sturmgewehr, das ist aber schön. Gut, und dann brauchen wir jetzt noch den Händler. Der müsste hier auf der Seite, genau. Gucken wir mal, ob er einige Lizenzen vielleicht verkauft, das wäre gut. Und halt auch diese einzigartigen Gegenstände, dass wir mehr Granaten und Medigel tragen können. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle. Stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Gut, jetzt kurz durchschauen. Und wir haben eine Lizenz, die wir uns sofort kaufen. Jo. Und dann geht's mal wieder hoch und oben war ja auch noch ein Händler, den wir auch noch besuchen werden. Und dann gehen wir zum, nee, nicht zum Shadow Broker, dann gehen wir zu Fist. Präsidium. Und jetzt gehen wir zu den Botschaften. Denn jetzt, wo wir hier unten waren, können wir dann auch zur C-Sicherheit einfach so. Dann müssen wir diese Aufzugsfahrt da nicht mehr machen. Die ist nämlich ein bisschen lästig. Okay, also einfach über die Brücke. Ja, ich könnt euch ja das mal hier angucken. Ich finde das sehr, sehr cool gemacht, die Map hier, finde ich. Also, das mit dem Wasser und die Pflanzen sind schön eingebracht. Das sieht sehr, sehr nett aus, finde ich. Ach ja. Renn schneller, Shepard. Gut, da ist der Händler. Welche Rasse war hier? Rasse ist denn das überhaupt? Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninde, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Hallo Dallan. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Granaten, okay, hatte nur Updates. Gut. Ja, wieder einmal schon. Herzlich willkommen, Commander. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große... Zeig mir doch mal deine Standardobjekte. Haben wir noch eine Lizenz, die wir uns ebenfalls kaufen. Ein Bioverstärker. Wie teuer ist der denn? Ein Bioverstärker. Wir können gerade mal unseren... Naja, so viel besser ist der gar nicht. Nee, der ist doof. Und ich rede nochmal mit ihm. Wieder einmal herzlich... Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre... Und dann lassen wir uns noch nicht menschliche Panzerung anzeigen. Nipp. Das ist alles schlecht. Wo kann man jetzt schnell reisen? Das ist jetzt hier die Frage.
Da vorne ist irgendwas gewesen. Yep, da ist auch schon wieder so ein Schnellreiseding. Zurück zu Koras Nest. Koras Nest. Ja, so langsam fühlt sich dann auch dieses Schnellreisedingens. Ja. Ach, das ist schön. Mass Effect ist ein tolles Spiel. Ich nehme das immer wieder gern auf. Da ist ein Händler? Okay, nee, anscheinend nicht. Egal. So, diesmal auch ohne Attentäter hier. Sieht geschlossen aus. Fist weiß, dass wir kommen. Gut, Leute, kurzen Cut an dieser Stelle. Bis gleich. So, und schon geht's weiter. Und, das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Ich bin nur aus dem Menü rausgegangen. Und auf einmal, das wollte ich mir nämlich eigentlich nur aufhören. Ja, wie ihr seht, da sind jetzt ganz viele Gegner drin. Ich bin dran. Da oben. Ich mache ich fertig. Den hätten wir. Ach da. Oh Mann, das ist der kubanische Türsteher. Der ist ein bisschen stärker. Ich setze mal Medigel ein, damit Rex sich ein bisschen erholt. Souverän. Ich bin dran. Also es fehlt noch eine wirklich gute Pistole. Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Achtung, Beschuss! Gut, hier haben wir einen Waffenspind mit einer leichten Dechiffrierung. Hatten wir ja lange nicht mehr. Das ist recht einfach. Ein Granaten-Upgrade, ein Sturmgewehr. Und dann gehe ich mal ganz kurz und gebe Rex das Sturmgewehr. Weil ich mit Rex wahrscheinlich auch noch sehr lange spielen werde. Es kann sein, dass Garrus Maul nicht dabei ist. Aber Rex will ich auf jeden Fall dabei haben, weil Rex ist einfach sehr stark. Er hat sehr viel Leben und warum muss ich immer alles selber machen? Zeit zu sterben. Ja, das ist der, das ist Fist. Fist hat diese blöden Verteidigungstürme. Wir erst einmal ausschalten. Einmal kurz den 3 reinhauen, damit wir Schild kriegen. Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Sagen Sie mir, wo die Quarianerin ist, oder ich schieße Ihnen die Knie weg. Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie, warten Sie. Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Sagen Sie mir, wo das Treffen stattfindet, bevor ich Ihnen den Schädel wegblase. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Okay. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Ich habe ihr das Sagen, wenn Sie sowas nochmal machen. Er war der Einzige, den ich noch hatte.
Gibt es keine dringenderen Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen? Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Ja. Nochmal ganz kurz hier die Sachen mitnehmen. Wir haben jetzt da unten auch eine Zeitleiste. Verdammt. Bei den meisten hat nämlich keine zweite Chance für sowas. Ja, wir sollten uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Das heißt, ihr müsst jetzt quasi bis zum Anfang zurücklaufen. Also bis dahin, wo ihr vom Schnellreise-Ding gespawnt werdet. Es gibt selbstverständlich neue Gegner. Der hockt dahinter. Dich mache ich fertig!